die Verantwortung für einen staatlichen Ausnahmezustand von über einer Woche und den größten Polizeieinsatz gegen Geflüchtete. Der Bezirk um die besetzte Gerhard-Hauptmann-Schule war auch für alle Bewohnerinnen gesperrt. Die Pressefreiheit wurde aufgehoben. Es geht darum, den Widerstand zu spalten und in berechtigte und unberechtigte Forderungen zu teilen. Am Ende muss aber festgehalten werden, die zentralen Forderungen nach Bleiberecht für alle und die Anwendung des § 23 werden ignoriert. Die zeitgleiche Verschärfung der Asylgesetze zeigt den Zynismus bundesdeutscher Flüchtlingspolitik. Die zentrale Forderung bleibt. Bleiberecht für alle, der Kampf ist noch lange nicht zu Ende. Deswegen fordern wir alle auf, seid solidarisch, unterstützt die Forderung nach einem generellen Bleiberecht und der Anwendung von § 23.